Wertloser Abfall? Auch du produzierst jedes Jahr 700 Kilogramm Abfall. Auch wenn dein Müll verbrannt wird, bleiben noch 140 Kilogramm zurück. Allein in Zürich entstehen pro Jahr 54.000 Tonnen Schlacke, also verbrannter Müll. Ist das alles wertlos? Nein, in der Schlacke sind noch viele wertvolle Metalle. Um diese Metalle wieder in die Wertschöpfungskette zu bringen, hat die DHZ AG den Supersort entwickelt, der am idealen Standort direkt neben ihrer Deponie in Luffingen steht. Was passiert im Supersort mit unserem verbrannten Abfall, der Schlacke? Zuerst wird die Schlacke mittels Radlader in den Aufgabebunker gegeben. Von dort gelangt das Material via Förderband in den Liberator. Der Liberator hat die Aufgabe, die wertvollen Metalle vom restlichen Material in der Schlacke zu lösen. Im Innern des Liberators befindet sich ein Rotor, an welchem Schlagleisten befestigt sind. Die Schlacke wird von diesen Schlagleisten mit hoher Geschwindigkeit an Prallplatten geschleudert. Durch den Aufprall wird die kompakte Schlackenmasse aufgebrochen. Mittels Förderband wird das Material weiter zum Überbandmagneten transportiert. Im Überbandmagneten beginnt die Separierung von metallischem Material. Ein starker Magnet zieht die magnetischen Metalle aus der Masse heraus. Die groben Metalle sind jetzt schon einmal aus unserer Schlacke extrahiert. Das restliche Material wandert aber nicht einfach auf die Deponie, sondern wird weiter über Förderbänder zur ersten Siebstation geführt, wo alles über 40 mm zur Handlesestation gelangt. Dort wird das Metall von Hand aussortiert. Was jetzt übrig bleibt, wird zum nächsten Sieb befördert. Hier wird das Material nochmals in zwei Größen aufgeteilt. Die beiden Größen gelangen nun in den Nicht-Eisenscheider. Dieser trennt die nicht-magnetischen Metalle von unserer übrig gebliebenen Schlacke. Im Innern des Nicht-Eisenscheiders befindet sich ein schnell drehender Magnetrotor, der die Nicht-Eisenmetalle positiv oder negativ auflädt, um es kurz darauf durch die schnell wechselnden Pole wieder abzustoßen. So kann das Nicht-Eisenmetall zuverlässig separiert werden. Dank dem Supersort können aus unserem Müll wertvolle Metalle wie Eisenschrott und Nicht-Eisenmetalle wieder der Wertschöpfungskette zugeführt werden. Dadurch sind nicht nur unsere deponierten Rückstände weniger belastet, sondern es können durch diese Technologie auch Umweltrisiken und CO2-Emissionen verringert werden.